Sonst habe ich auch mal ein Glas genommen. Ach ja. Die neu oder die? Ja, die werden immer wieder voll. Ach Gott. Was habe ich denn im Auge, ey? Moin. Hi Julia. Ich weiß nicht, etwas zu früh. Ich war doch noch 5 Minuten, bis wir anfangen. Aber dann kann ich noch ein bisschen einrichten, ein bisschen losquatschen. Ich kann euch zeigen, wie das bei mir mal aussieht. Mal von vorne. Ich habe hier mal die Uhrzeit auf dem Laptop. Ich habe hier auf meinem iPad die Workouts. Und genau. Fangen damit an, gleich mit euch ein bisschen kalt zu machen. Und ich muss sagen, nach dem Training heute Morgen bin ich noch relativ im Arsch. Aber habe auf jeden Fall Bock. Bock auf Cardio, Bock auf Rumspringen, Leute. Ihr habt noch 5 Minuten Ruhe von mir. Also holt euch eure Matte. Oh, Strom leer. Wow. Einen Augenblick. Ich schließe nochmal kurz den Laptop an. So. Dann kann ich mich mal kurz hinsetzen. Kurz noch ein bisschen die Chats mit euch durchgehen. Habe heute keine Motivation. Leute, klar habt ihr Motivation. Geht gleich los. In 5 Minuten geht's richtig schön los. Eine kleine Kalorienheit. Das heißt, wir werden ein bisschen Heinis, viele Heinis machen. Viele Squats wieder so ein bisschen, aber halt ein bisschen schnellere, dass wir ein bisschen die Pumpe zum Laufen bekommen. Jumping Jacks, viele Mountain Climbers, aber sehr viele Heinis. Und ein bisschen Squats. Ja, das wird ganz easy. Wird heute ein ganz entspannter Tag, aber heute wird mal richtig mit durchgeschwitzt sein. Ja. Andere Leute sind am Arsch, Vincent ist im Arsch. Habe ich gesagt, ich bin im Arsch? Sagt man das nicht so? Ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Also ich bin einfach richtig tief drinnen. In diesem Arsch. Also, ich hoffe, die Motivation ist da bei allen. Noch 3 Minuten ungefähr, dann geht's los. Ich hoffe, ihr habt eine Matte, brauchen wir heute eigentlich gar nicht. Wir sind eigentlich fast die ganze Zeit auf den Beinen, gehen ab und zu mal runter in die Plank-Position, um Mountain Climbers zu machen und aus dem Squat in die Plank-Position zu laufen. Aber ich zeige die ganzen Übungen natürlich nochmal detailreich, wenn wir kurz davor sind, die anzugehen. Am Anfang gibt es natürlich wieder ein kleines Warm-up, das heißt Jumping Jacks, High Knees und eine kleine Runde Squats, damit wir warm sind und dann geht es ganz entspannt. Hoppala, die ganzen Kommentare laden nicht mehr. Ganz normal weiter. Warum schreibt ihr Stopp? Also grammatikalisch ist am Arsch richtiger, oder was? Also ich finde, im Arsch ist eigentlich schöner. Ich bin lieber im Arsch anstatt am Arsch. Ach, Leute. Ja, heute wird es für mich auch ein bisschen strange, denn ich muss hier Sport machen und heute mal ein bisschen richtig Gas geben mit euch. Denn meine Mama sitzt auf dem Bett und guckt zu. Und die entspannt sich schön und wird sich wahrscheinlich darüber lustig machen, was ich hier vorne fabriziere mit euch zusammen. Aber sie meint im Arsch. Mutti ist für im Arsch. Immer für im Arsch, nicht für am Arsch. Also ja, jetzt haben wir die Diskussion auch geschafft, Leute. Gut, 2 Minuten noch. Ja, dann ist es 19 Uhr. Und dann starten wir mit dem Workout. Und machen ganz entspannt schöne Grüße von Tom. Siehst du ja morgen. Tom, echt stimmt. Tom ist auch so da. Hier fragt mich gerade jemand, was wir am Wochenende machen. Ich habe am Wochenende ein Meeting mit meiner ganzen Band, weil wir die Sommershows vorbereiten. Das heißt, wir sprechen über die Setlist, über die Show, über das Licht, über das Design. Aber vor allem über Setlist und Songsetlisten, weil wir im Sommer wieder Festivals haben. Das heißt, wir haben eine 60-Minuten-Show, wir haben eine 70-Minuten-Show, wir haben eine 75-Minuten-Show, eine 90-Minuten-Show. Und jeder einzelne davon muss irgendwie konzipiert und geplant werden. Das machen wir am Wochenende. Morgen? Morgen und übermorgen, so ein bisschen, genau. Das heißt, Tom, für Leute, die ihn kennen, mein Lichttechniker, der kommt morgen her. Und das wiederum heißt auch, dass ich morgen geplant habe, das Workout hier zu machen. Und Tom, du kannst dich schon mal freuen, ich weiß, du machst jetzt gerade mit, aber morgen wirst du hier neben mir stehen und mit mir zusammen das Workout machen. Das wird toll. Das wird richtig toll. Also, 58 ist es. Vielleicht für die 19 Uhr gesagt haben, wenn wir jetzt anfangen, ist es wahrscheinlich ein bisschen zu früh. Oh Leute, ich habe so krasse, ungelenkige Beine. Ich bin ein richtiges Wrack geworden.
Aber nein, ich hatte auch durch Catch vor 3 Jahren mal eine richtig schöne Knieverletzung. Aber ja, morgen wäre auf jeden Fall mit Tom Sport machen richtig geil. Ey. Wenn der hier neben uns stehen würde oder hier bei uns hocken würde und mitmachen würde, fände ich schon sehr, sehr amüsant. Okay, 1 Minute noch. Macht euch bereit. Es geht gleich los mit einem ganz normalen Workout. Cardio-mäßig mit einem kleinen Warm-up. Das heißt, wir fangen gleich wieder an, in der Squat-Position uns ein bisschen aufzudehnen hier. Ne? Schön die Beine aufdehnen. Einmal hier rangreifen und die Beine strecken. Dann ein bisschen. Ist eigentlich okay, so von unten diese? Oder warte, stehe ich das ein bisschen weiter oben hin? Komm, ich stehe das weiter oben hin. Dann muss ich mich nicht immer so bücken. Zack. So. So. Ich bin jetzt mal draußen. Die Kids auch noch schreien, ey, geil. Okay. Okay, ich hoffe, ihr seht mich alle und seid bereit. In 10 Sekunden geht's los. Dann starten wir mit einem kleinen Warm-up. Das heißt, Squats in der Squat-Position runter, die Knie, die Ellenbogen gegen die Knie drücken, die Knie ein bisschen auseinander drücken und dann ein bisschen hochkommen in die Streckung und dann geht's weiter mit Jumping Jacks. Also runter, Workout startet, Leute. Kleine, schöne, entspannte Cardio-Session, 15 bis 20 Minuten. Ich glaube, dann sind wir durch. Also dehnt euch einmal ganz kurz ein bisschen auf. Und dann, ja, wer wollte ein bisschen schwitzen kommen? Wie gesagt, wir haben diese ganzen 20-Sekunden-Blöcke wieder, davon 4 Runden. Das heißt, jeder kann sein eigenes Tempo benutzen und kann so machen, wie er das für sich richtig empfindet von der Geschwindigkeit her. Aber versucht wirklich ein bisschen Gas zu geben, gerade in den letzten Runden. Wenn wir zum Ende kommen, dann kann man sich nochmal richtig auspowern, kann man nochmal alles geben, was man so in sich hat und richtig, richtig Vollgas geben, um einfach ja, heute mal richtig ins Schwitzen zu kommen. Heute das Herz zum Pumpen bringen, ins Schwitzen kommen. Leute, motiviert in den 18. Tag starten, ja? Noch 8, also noch 10, 11 Tage, dann sind wir durch, dann haben wir den Februar geschafft und dann müssen wir uns überlegen, was wir im März machen. Aber erstmal jetzt Workout. Wir fangen an mit Jumping Jacks in 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Jumping Jacks 30 Sekunden lang zum Warmwerden. Und dann haben wir eine schöne Einheit vorne. Und danach trinke ich ganz gemütlich ein alkoholfreies Weißbier. Für die isotonischen Werte. 15 Sekunden haben wir geschafft. Hälfte ist rum von den Jumping Jacks. Danach geht's in High Knees. Und danach in Squats. Noch 10. Noch 5. Und Leute, ich hoffe, ihr habt zu Hause ein bisschen motivierende Mucke an, die euch ein bisschen pushen kann. 3, 2, 1. Jumping Jacks fertig. 10 Sekunden, dann geht's noch in die High Knees. 30 Sekunden lang. Ich würde auch gerne Mucke machen, aber wie gesagt, ihr könnt es zu Hause anmachen laut. Dann habt ihr ein bisschen... ein bisschen Motivation, ein bisschen Musik zum Pumpen dabei, was ich immer sehr motivierend finde. Also 5, 4, 3, 2, 1 und High Knees. Schön die Knie nach oben, eurem eigenen Tempo. Die Arme parallel zum Knie, das oben ist, hochheben und dann richtig schön nach oben feuern die Dinger. Hier der Bauch ist angespannt, der Core ist angespannt. Noch 15 Sekunden. Und noch 10. Und Leute, das ist das Warm-up. Ich kriege ja schon Seitenstich, wenn ich die ganze Zeit quatsche. Beine hoch, noch 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Fertig mit High Knees. Jetzt geht's einmal kurz 30 Sekunden lang in Squats. Leute, dabei bitte darauf achten, dass die Beine und die Füße schulterbreit ungefähr stehen. Beim Runtergehen die Knie nicht nach innen fallen lassen, sondern die Knie schön nach außen drücken. Runtergehen, wenn ihr oben seid, das Becken einmal schön nach vorne. Und dann wieder Arsch nach hinten, Knie auseinander, runter in die Squats. Also 5, 4, 3, 2, 1, 30 Sekunden. Schöne Squats. Euer eigenes Tempo. Macht das, wie ihr das für euch richtig empfindet, aber haltet 30 Sekunden durch. 10 sind geschafft. Und dann ist das Warm-up fertig. Und ich erkläre die ersten 3 Übungen, die wir gleich machen. Wovon wir 4 Runden, 20 Sekunden durchhalten. Noch 15. Jetzt waren es vielleicht 40 Sekunden, auch gut. Scheißegal. Noch 10. Und weiter, komm. Weiter pushen. Noch 5, 4, 3, 2, 1. So, mal ausschütteln. Ihr könnt schon Wasser trinken. Vielleicht, ich glaube, heute reicht mir das Glas nicht, sondern ich muss einen ganzen Humpen nehmen. Humpen. Was sagt denn sowas? Ein Humpen. Okay. Erste Übung, 20 Sekunden lang, sind Squats mit Walk in und out. Das haben wir schon mal gemacht. Hier ist es halt so, kann jeder sein eigenes
Puh, Mensch, das ist Busse. Seine eine Übung machen. Wer kann, macht einen Squat-Jump und geht dann auf den Händen nach vorne in die Liegestützposition, geht wieder hoch und Squat-Jump. Squat-Jump nicht. Wer es nicht machen kann, macht einfach einen normalen Squat. Wer die Liegestütze nicht machen möchte, macht Squat-Jumps oder normale Squats weiter. Aber versucht einfach wirklich mit den Händen nach dem Squat auf den Boden zu gehen, nach vorne rauszulaufen in die Liegestützposition und wieder reinzulaufen, Squat-Jump. Ist erste Übung, zweite, 20 Sekunden einfach danach Squats weiterballern und danach letzte Übung ist wieder Mountain Climber. Das heißt, ihr seid in der Liegestützposition und die Knie gehen einfach zur Brust. Ja? Und wer es kann, nimmt die Knie und rotiert mit den Knien zum gegenüberliegenden Ellenbogen. Ja? Das haben wir schon mal gemacht. Rotiert die schön zur Seite. Wer das nicht kann, macht das nach vorne. Und das wieder 20 Sekunden. Das sind unsere drei Übungen. Vier Runden, immer 20 Sekunden Sätze, 10 Sekunden Pause. Wir starten 10 Sekunden mit den Squat Jumps. Walk in and outs. Für die es nicht kann mit dem Jump, einfach normale Squats. 3, 2, 1, 20 Sekunden. Komm, raus, rein, Squat Jump. Raus, rein, Squat Jump. Raus, rein. Es sind immer nur 20 Sekunden. 10 haben wir geschafft. Die Hälfte ist durch. Das sind ganz, ganz kurze Sätze. Und auch nur kurze Pausen. Ja. 10 Sekunden zwischen Sätzen. 3, 2, 1, Pause. 10 Sekunden. Und es geht direkt weiter. Laptop auf, super. Mit Squats. In 3, 2, 1, 20 Sekunden lang. Einfach runter. Und Squats. Eigenes Tempo. 5 Sekunden sind geschafft. Und runter. Und hoch. 10 Sekunden. Komm, durchhalten. Durchbeißen, Leute. 4 Runden, ja. Noch 5, 4, 3, 2, 1, durch. 10 Sekunden Pause. Runter gleich in die Liegestützposition. Hände schulterbreit vom Körper. Arsch schon angespannt. Und die Knie rotieren entweder gerade zur Brust oder seitlich zum gegenüberliegenden Ellenbogen. Runter, los geht's mit Mountain Climbers. 20 Sekunden. Schön das Tempo für euch variieren, sodass ihr euch wohlfühlt. Aber versucht dran zu bleiben, Gas zu geben, euch selbst zu pushen. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Hochkommen. Erste Runde von 4 geschafft. Kurz einfach schnaufen und dann geht's wieder in die Squat Jumps mit dem Walk-In und Outs. 5, 4, 3, 2, 1. Vollgas. Noch 20 Sekunden. Rein, raus, hochspringen. Rein, raus, hochspringen. Das klassische Cardio. Und weiter. Weiter, weiter, weiter. Noch 5 Sekunden. 4, 3, komm, ein Kampf nochmal zusammen. 2, 1. Durch. 10 Sekunden Pause. Nächste Runde Squats. Wie gesagt, nehmt euer eigenes Tempo. Versucht aber Tempo aufzubauen nach und nach. Wir wollen jetzt auch, wir sind in der dritten Woche, schneller werden, stärker werden. 3, 2, 1. Squats. Und kommt runter, hoch, oben schön. Das Becken einmal gerade machen, runter. Gewicht ist auf den Fersen. Und richtig schöne Squats. Noch 4, 3, 2, 1. Durch. Zweite Runde Squats geschafft. Es geht wieder runter in die Liegestütze. Mountain Climbers. Wie gesagt, euer eigenes Tempo. Versucht aber da den Körper angespannt zu halten und wirklich die Knie arbeiten zu lassen. 3, 2, 1 und bitte. Mountain Climbers, wer kann, macht das Ganze von links nach rechts. Und wir ziehen richtig schön durch. Komm, weiter, 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 weiter. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Okay, das ist auf jeden Fall mein schnellstes Schwitzen, seitdem wir diese Workouts machen. Das war Runde 2 von 4. Und wir gehen wieder in die Position für die Squat Jumps und Walk in and Outs. Leute, wenn ihr zwischen den Pausen machen wollt, macht das. Atmet tief durch, versucht den Puls hier ein bisschen runter zu bekommen, die Atmung zu regulieren. Ich kriege das nicht ganz gut in meinem Faschen. Trinkt was und nach 5 Sekunden geht's weiter. 4, 3, 2, 1 und spring. Walk in and out. Spring, walk in, walk out. Bring andersrum, walk out, walk in. Passt auch. Komm, weiter, weiter, weiter. Nicht aufhören. Hochspringen, vorne laufen, nach hinten. 3, 2,
eins, dann. Drittes Mal. Dritte Runde Squats. In 5, 4, 3, 2, 1. 20 Sekunden. Wieder schöne Squats, Leute. Heute ist ein bisschen zum Durchballern. Einfach dranbleiben, komm. Mithalten, kurz Pause machen, wenn ich kann. Und wieder ran. Wieder reinbeißen. Zähne zusammenbeißen, weitermachen. Noch 10 Sekunden. Aber es soll ja, wie gesagt, für alles dabei sein. 3, 2, 1. Deswegen sind die Sekundensätze auch ganz cool. Da kann jeder sein Tempo machen. Aber Leute, es ist anspruchsvoll. Gebt Gas. Haltet durch. Dann haben wir das 18. Workout. In Kürze, noch nicht ganz, geschafft. Runter, Mountain Climb was. 5, 4, 3, 2, 1. Und lauft. Schön Knie nach vorne ziehen. Eigenes Tempo. Ihr könnt zwischendurch auch mal richtig Gas geben. Noch 10. Ganz entspannt. Atmen, schwitzen. Alles geil. 4, 3, 2, 1. Hoch. Letzte Runde, Leute. Letzte Runde mit den Übungen. Der einzige, der sich Workout freut, bin ich. Ja, Leute, heute geht es ein bisschen ums Tempo. Heute geben wir ein bisschen Gas. Dafür sind die anderen Workouts ein bisschen mehr statisch, nicht ganz so schnell. Und geht auf Muskelgruppen. Jetzt geht es wirklich darum, außer Atem zu sein. Ja, deswegen letzte Runde jetzt. Einmal die drei Übungen noch durch. Dann haben wir den Block fertig. 20 Sekunden. Squat Jumps in and Outs in 3, 2, 1. Und bitte. Komm. Hochspringen. Rauslaufen. Reinlaufen. Hochspringen. Rauslaufen. Reinlaufen. Hochspringen. Rauslaufen. Reinlaufen. Hochspringen. Noch 5, 4, 3. Komm, einmal nur noch. 2, 1. Fertig. Letzte Mal Squats. 20 Sekunden. Komm, es sind die letzten Squats. Das sind die letzten richtigen Squats. Für jetzt in 3, 2, 1 und kommt. Runter, hoch. Bam, bam, bam. Komm. Rauf, runter. Schön die Squats durchziehen. Heute mal ein bisschen wirklich ins Schwitzen kommen. Das Fett verbrennen. Heute mal die Kilos purzeln lassen. Noch 3, 2, 1, durch. Und es geht das letzte Mal runter auf den Boden für die Mountain Climbers, Leute. Komm, durchziehen, durchziehen, durchziehen. Zähne zusammenbeißen, Liegestütze. 3, 2, 1 und lauft, lauft, lauft. Beine ranziehen, komm, Beine zur Brust, Gas geben oder diagonal. Die Knie zum diagonalen liegenden Ellenbogen und ballert durch. Komm, halten und durchziehen. Laufen, laufen, laufen. Komm, wir laufen ein bisschen weiter. Scheiß auf die Sekunden. Bisschen noch durchhalten, komm. Zähne zusammenbeißen. 5, 4, 3, 2, 1. Letzte bisschen mehr als 20 Sekunden. Aber ihr wisst ja, 10 ist nicht ganz so meine Stärke. Ah. Okay, kurze Pause. Ich erkläre die nächsten Übungen. Komm, einmal Luft holen. Ihr könnt auch einmal in die Seiten stehen und einmal strecken. Tief einatmen. Und danach geht's weiter. Wieder ein Vierersatz. Wieder 20 Sekunden. Danach sind wir aber tatsächlich durch. Die ersten 20 Sekunden Blockjumps. Im Squat von links nach rechts springen. Ja? 20 Sekunden lang. Dann 20 Sekunden Jumping Jacks. Und dann 20 Sekunden zum Ende nochmal High Knees. Und das wird uns richtig, richtig das Herz wegballern. Das wird jetzt gleich nochmal richtig, richtig, richtig anstrengend. Ich bin jetzt schon klitschnass geschwitzt. Und gleich wird das laufen wie Sau, ja? Blockjumps, Jumping Jacks, High Knees. Alles wieder 20 Sekunden, Leute. 4 Runden. Es wird jetzt richtig anstrengend, deswegen reißt euch zusammen. Ich spreche in Bayerisch. Reißt euch zusammen. Die Buam. Und in 5 Sekunden starten wir. 4, 3, 2, 1, komm, 20 Sekunden Blockjumps. Im Squat von links nach rechts. Mini-Squat-Jumps quasi. Noch 10,
Auf 5, 4, 3, 2, 1. 10 Sekunden. Jumping Jacks. Eure Geschwindigkeit. Versucht Gas zu geben, dran zu bleiben. 5, 4, 3, 2, 1. Und 20 Sekunden. Wunderschöne Jumping Jacks. Noch 10. Komm, durchbeißen. 5, 4, 3, 2, 1. Pause. High Knees. Noch 5 Sekunden Pause. High Knees, Leute. Die Beine hoch. Es sind nur 20 Sekunden. 20 Sekunden durchbeißen und die Dinger nach oben bringen. 4, 3, 2, 1. Und komm. 20 Sekunden. High Knees. Gib Gas. Gas geben. Bauch schon angespannt. Und die Beine kommen nach oben. 10 Sekunden geschafft. 5, 4, 3, 2, 1. Durch. Erste Runde von vielen. Easy. Easy, easy. Für jeden, der schon heute mitschaut und sagt, er macht das später. Viel Spaß. Zweite Runde von vielen. Blockjumps. In 5, 4, 3, 2, 1. Und komm. Squatjumps von links nach rechts. Oh, Laptop geht aus. Hey, ich komme nach vorne. Ich mache wieder an. Ich gehe wieder nach hinten. 10 Sekunden. Easy, easy. Komm, wir ziehen das gemeinsam durch. 3, 2, 1. Durch. Jumping Jacks. Leute. Das Herz rast. 5, 4, 3, 2, 1. 20 Sekunden. Jumping Jacks. Kommt. Macht euer Tempo. Aber haltet durch. Mitziehen, mitziehen, mitziehen. Selbst wenn es in 30 Sekunden nur 3 Jumping Jacks sind. Egal. Mitmachen. Weitermachen. 3, 2, 1. High Knees. Zweite Runde von 4. Und da, Leute, bei High Knees. Das ist die beste Übung, um Geschwindigkeit zu regulieren. Um einmal richtig Gas zu geben. Dann wieder ein bisschen entspanntes anzugehen. Aber lass uns versuchen, die Runde jetzt mal, das ist die zweite, Heinis mal richtig durchzuknallen, ja? 5, 4, 3, 2, 1 und kommt, und kommt. Und mal ein bisschen Tempo. Komm, ranpacken, Gas geben. Komm, durchziehen, durchziehen, durchziehen. 10 sind geschafft. Weiter, weiter, weiter. Und Gas. 5, 4, 3, 2, Hälfte. Geil. Leute, Hälfte geschafft. Dritte Runde. Los geht's. Blockjumps in 5, 4, 3, 2, 1. Und kleine Squatjumps von links nach rechts. Immer variieren von vorne nach hinten. Springt einfach im Squat hin und her. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Jumping Jacks. 5, komm Leute. 4, durchhalten. 3, 2, 1. Und bitte. Jumping Jacks. 20 Sekunden. Komm, vorletzte Runde. Noch 10. 5, 4, 3, 2, 1. Vorletztes Mal Heinis. Jetzt nehmt eure Geschwindigkeit, wie ihr euch wohlfühlt. Weil die letzte Runde, die wir gleich machen, die vierte, Leute, da will ich bei euch zu Hause den Schweißtropfen sehen. Ich will, dass ihr richtig Gas geben, letzte Runde. Letzte Runde mit durchziehen. Könnt rumbrüllen, könnt die Mucke laut machen. Letzte Runde gleich geben wir richtig Gas. Jetzt eigenes Tempo. High Knees in 3, 2, 1 und kommt. Knie nach oben. Schön nach oben. Ihr merkt es auch richtig im Bauch. Der arbeitet die ganze Zeit mit. Rücken ist gerade und die Knie springen nach oben. 5, 4, 3, 2, 1. Okay.
Letzte Runde, Leute. Jetzt geht der Spaß richtig los. Letzte Runde für heute. Guck mal, sind wir bei genau 20 Minuten Workout. Perfekt. Nach den Blockjumps, Leute, richtig Gas. Jumping Jacks, Gas. High Knees, Gas. Jumping Jacks in 3, 2, Quatsch, Blockjumps, sorry. 3, 2, 1 und von links nach rechts. 20 Sekunden. Geschafft. 5, 4, 3, 2, 1, durch. So, Leute, letzten Jumping Jacks heute, komm. 20 Sekunden, richtig, richtig durchziehen. 5, 4, 3, 2, 1 und kommt mit Tempo. Gebt mal Gas. Zeig mal ein paar Jumping Jacks auf Geschwindigkeit. Komm. Fünf. Komm, durchbeißen. 4, 3, 2, 1. High Knees. Als letztes Ding. In 20 Sekunden, Leute, sind wir durch. Also reiß dich nochmal zusammen. Alle, die sich auch schon hingesetzt haben, sagen, sie können nicht mehr, einmal aufstehen und 20 Sekunden mitbeißen. Komm. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Letztes Mal. High Knees, Leute, komm. Letztes Mal. Gib Gas. Noch 10. Hoch die Dinger, komm. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Durch. Was die Nachbarn denken müssen. Ach ja. Ja, ich schließe gerade. Ob man das nächstes Mal nicht auch ein bisschen schneller machen kann. Gerne. Können wir machen. Warum trinke ich aus einer Vase? Die war größer als ein Glas. Die Öffnung ist irgendwie sehr komisch und sehr groß. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Okay, jetzt ist der Boden auch nass. Oh scheiße. Okay. War doch geil. Oder? Ich fand's geil. Cardio ist einfach auch was Geiles zwischendurch. Ja? Ich mag auch so Kraftübungen und sowas, aber Cardio ist echt Bombe. Ich gehe morgen früh 9.15 Uhr durch Boxtraining. Also gerade ist es sportlich echt viel, ey. Aber ist geil, ich lieb das. Mm. Guck mal, ich bin klitschnass. Mm. Es tropft überall runter. Wow, geil. Das ganze Wasser, ey, wow. Okay. Dankeschön, vielen Dank für morgen. Vielen Dank für morgen. Alter Schwede. Also manchmal ist wirklich mein Gehirn noch ein paar Aussetzer. Morgen wird es kein Cardio geben, morgen wird es natürlich wieder ein bisschen entspannter. Ich finde das aber auch, also je nachdem, wie ihr eure 20 Sekunden gestaltet, das ist ja auch, kann es ja auch entspanntes Workout sein, ne? Wenn ihr da natürlich, wenn ihr 20, 30 Squats macht in 20 Sekunden, natürlich anstrengend, wenn ihr 5 macht. Also ich finde das mit den Sekunden bis jetzt ganz cool, weil ich halt weiß, dass jeder das halt genauso ja, einschätzen kann oder selber Gas geben kann, wie er möchte. Guck dir das mal an, ey. Ich bin also wirklich hier. Mmh.
Lecker. Oh Mann, ey. Also, genau, die Frage mit morgen wollte ich beantworten. Heute war geil, heute war Cardio, morgen ist deswegen kein Cardio, morgen ist, machen wir morgen. Schau ich mal. Entweder Beine wieder oder, obwohl ich habe morgen früh Boxen und dann mache ich wahrscheinlich danach Leg Day. Dann abends, naja, ich muss gucken, ich frage mal, wann Tom ungefähr ankommt, damit ich das mit dem planen kann, dass wir schön vorm Abendessen morgen mit Tom schönes Workout machen können. Ich fand eigentlich die Uhrzeit von jetzt gar nicht so schlecht. Vielleicht machen wir aber auch eine halbe Stunde früher, sodass wir irgendwie uns um 19 Uhr treffen können. Also um 18.30 Uhr Sport machen können und um 19 Uhr fertig sind. Ich schau's. Ich poste das morgen nochmal in die Runde. Genau. Aber ihr könnt auch gleich mal, wenn ich das poste, das Workout von heute, einmal schreiben, was ihr euch so wünscht. Worauf ihr morgen Bock habt. Ja? Und dann, geht er los. Ganzer Körper wäre auch mal nice, ja. Vielleicht machen wir mal so ein Full-Body-Workout wieder. Kann ich mir auch gut vorstellen. Okay, dann vielen Dank fürs Mitmachen. Und übrigens, ach so, danke für 15.000 Follower. Ja, wir sind 15.000 Leute, die zusammen Sport machen. Das ist schon wirklich verrückt. Das ist wirklich, wirklich, wirklich geil. Von daher vielen, vielen Dank. Danke für die ganze Unterstützung. Und ich hoffe, dass da noch ganz, ganz viel in den nächsten Monaten kommt. Und es wird ganz, ganz, ganz viel kommen. Also wir haben wirklich absurde Pläne mit Less Excuses. Aber ey, think big. Immer groß denken, immer absurde Träume haben, das andere sich dafür auslachen und dann durchziehen und umsetzen. Also, danke fürs Mitmachen, danke fürs Mitschwitzen, danke fürs wunderschöne Team, das wir hier aufgebaut haben. Und dass ihr so eine geile Crew seid, die euch gegenseitig motiviert. Also, weiter so, Leute. Das ist wirklich, wirklich echt unfassbar krass, was wir auf die Beine stellen. 18 Tage geschafft, 10 to go. Also, bis morgen. Vielen Dank für alles und sorry für die etwas schwache Aktivität auf meinem Hauptkanal, aber es ist einfach gerade, ich mache einfach gerade viel Sport und habe jetzt ein Family-Wochenende vor mir plus Band-Wochenende, aber das ist ja Family quasi. Und da, ja, viel Sport machen, viel die Live-Shows planen und jetzt erstmal kurz duschen, denn ich sehe aus, als wenn ich in der Sauna sitzen würde. Ich habe richtige Perlen hier auf der Haut. Sauna-Perlen. Geil! Bis morgen! Ciao!